Willkommen auf emphasize.de. Diese kleine Anleitung zeigt, wie man Emphasize in Windows Active Desktop einrichtet. Zuerst öffnet man die Eigenschaften vom Desktop, dann geht man auf Desktop anpassen. Dort bringt man den Reiter Web in den Vordergrund. Einfach eine neue Webseite anlegen und hier in dem Feld wird folgende URL eingegeben, die man auf emphasize.de erhält. Mit Namen und Passwort des eigenen Benutzerkontos und, das ist jetzt wichtig, für immer eingeloggt bleiben, anmelden. Wählt man für immer eingeloggt bleiben, erhält die URL im Browser anschließend alles, was man benötigt, um sich automatisch einzuloggen, also auch im Windows Active Desktop. Man kopiert die URL und fügt diese in den noch offenen Dialog von Windows Active Desktop ein. Dann muss noch die Eigenschaft geändert werden, dass die Site nicht offline zwischengespeichert werden soll und man bestätigt alle offenen Dialoge. Schließlich sieht man die Webseite im angemeldeten Zustand und man kann diese nutzen, um seine Zeiten auf dem Windows Desktop zu erfassen.